Herzlich willkommen zur 22. Folge von Risen. An irgendeiner Wand gab es hier noch Gold. Ich habe genügend eigene Sorgen. Oh, das Wetter sieht schon geil aus. Vorne haben wir doch was. Bin ich mal gespannt, ob die mich irgendwie angreifen oder nicht. Füll. Noch Füll. Deine Hütte gehört jetzt mir. Treib's nicht zu weit. Du wirst es bereuen. Ja, ja. Und jetzt verschwinde. Na, wir rechnen noch ab. Verlass dich drauf. Okay, Phil, wer ist Phil? Suchst du was? Ja, Phil. Wie läuft's denn so? Jetzt tu nicht so, als ob du nicht sehen könntest, was hier los ist. Unser Versuch, die Hafenstadt zurückzugewinnen, ist gescheitert. Deswegen ist ja auch jeder so mies gelaunt und misstrauisch gegenüber Fremden. Vielleicht besser für dich, wenn du aus dem Banditenlager verschwindest. Du wirst hier sowieso nicht weit kommen. Verstehe. Also, wenn du jetzt nichts Wichtiges mehr zu sagen hast, gehe ich wieder an meine Arbeit. Die Hafenstadt ist verloren. Ich wette, du hattest damit zu tun. Verschwinde besser. Deine Mutter Tilda macht sich Sorgen um dich. Was weißt du schon über meine Mutter, hä? Meine Familie geht dich gar nichts an, verstanden? Ja, ja, schon gut. Probleme haben wir alle. Bin mal gespannt, ob ich da noch reinlaufen kann. Ja, ja. Unauffällig, der Don darf mich nicht sehen. Zeig mir deine Ware. Da ist es. Die brauche ich. Perlen kannst du haben, das kannst du haben. Felle. Was kannst du mir über die Alchemie beibringen? Bring mir was über Alchemie bei. Einige Pflanzen sind mit der dir bereits bekannten Methode nicht zu verarbeiten.
Sie müssen filtriert und ein weiteres Mal aufgekocht werden. Dann erhältst du häufig stärkere Tränke. Ah, Chemie 3 kann er mir auch beibringen. Soll ich das gleich lernen, oder? Dann lerne ich gleich. Da habe ich es hinter mir. Was? Ich möchte mein Wissen über die Alchemie vertiefen. Ich zeige dir, wie du Tränke destillierst. Und was habe ich davon? Ein Destillat ist viel reiner als ein einfach gefilterter Trank. Es enthält keinerlei Fremdstoffe, die die Wirkung abschwächen. Viele Tränke, die deine Eigenschaften permanent ändern, erfordern die Destillation. Mana kostet Lernpunkte? Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Das wird ja was. Du machst Geschäfte mit Piraten? Warum nicht? Wenn es sich lohnt, mache ich mit jedem Geschäfte. Aber das soll dich nicht interessieren. Klar? Okay. Was ist? Kann es sein, dass dieser Phil... Du hast bestimmt noch was anderes zu tun. Gerade unterwegs ist zu kämpfen. Wo ist eine Fackel? Ich hab bloß hier eine Fackel. Da ist eine Fackel. Ah. Scheiße. Suchst du was? Oh Mann. Clay. Schurke. Dame. Der war der King hier. Und jetzt sitzt er irgendwo hinter einer Hütte auf einer Bank und schubelt vor sich hin. Handlanger. Clay. Frag jemand anderen. Kommst du aus der Hafenstadt? Warum willst du das wissen? Es geht das Gerücht um, dass die Weißen dort wieder die Oberhand gewinnen. Könnte sein, dass du damit recht hast. Naja, ist ja nicht das erste Mal, dass wir einen Rückschlag hinnehmen müssen. Wir werden das schon überstehen. Wer von euch ist Phil? Da. Ich will ein besserer Dieb werden. Zeig mir, wie ich schwere Schlösser knacke. Das Prinzip ist das gleiche. Du drückst den Sperrbolzen herunter und anschließend versuchst du, das Schloss mit dem Dietrich zu knacken. Nur, dass diese Schlösser natürlich viel komplizierter sind. Solche Schlösser sind teuer und beschützen daher oft wertvolle Sachen. Soll ich Taschendiebstahl lernen? Oder? Doch. Ich will ein besserer Dieb werden.
Ich will ein Taschendieb werden. Eine Person, die auf ihre Goldbörse achtet, kann man nicht beklauen. Das ist unmöglich. Ich bin hier, damit du mir zeigst, wie ich klaue. Nicht, damit du mir erklärst, dass es nicht geht. Warte es ab. Um jemandem also was zu stehlen, muss derjenige abgelenkt sein. Sprich ihn einfach an. Stell ihm am besten eine Frage, damit er nachdenken muss und abgelenkt ist. Dann zieh ihm einfach die Beute aus seiner Tasche. Komm, ich will ein besserer Taschendieb werden. Ein geschickter Dieb hat bei seinem Opfer praktisch die freie Auswahl. Auch Leute, die sehr auf ihren Besitz achten, kann man genug ablenken, um sie auszunehmen. Geschickt genug bist du jetzt. Du musst es nur noch wagen. Was ist los? Das ist zu riskant. Ich brauche eine anständige Karte der Insel. Wenn's mehr nicht ist, hier hast du eine. Alles, was du brauchst, sollte auf ihr zu sehen sein. Sehr gut, danke. Hey, hast du mal einen Stängel? Selbst wenn ich einen hätte, würde ich ihn selber wegrauchen, Mann. Was denkst du denn? Warum schaust du so besorgt? Irgendein Schwein hat uns verraten. Wenn das so weitergeht, können wir unsere Jungs in der Hafenstadt abschreiben. Aber warum fragst du mich überhaupt? Schon gut. Dein Schuh ist auf. Ach ja? Ich kann damit aber immer noch zutreten. Und das werde ich auch tun, wenn du mich verarschen willst, kapiert? Ich denke, ich hab's verstanden. Hast du mal einen Stängel? Und wo soll ich den hernehmen? Soll ich ihn mir etwa aus dem Arsch ziehen oder wie? Verschwinde, du Penner! Geil. Aha. Jetzt nicht. Okay. Die Karte ist... Ich will immer zoomen auf der Karte, aber es geht ja nicht. Vielleicht 2, 2, 0. Okay, nehme sie mit. Die haben Leute. Die werden jetzt alle ausgeraubt. Drei Lernpunkte. Ich brauch Mana. Fuck. Okay, komm her. Ja. Ja. Oh. Ah. Ah. So nicht. So nicht. Die muss ich aber platt machen jetzt.
Ja! Ich muss hier verarschen, ich muss hier trennen. Bleibst noch du. Bitte was Gutes, eine Seemannskiste. Oh nein! Dann gehen wir später mal hin. Sega, er will nerven die mich. Aber mit meiner neuen Karte sieht das alles viel größer aus, die Insel. War ja nur ein kleiner Teil der Insel. Ach so. Ach so. Okay. Ist der Krause eigentlich auch noch da oder pennt er schon? Ist er eingepennt? Beim Zuschauen. Ja, du kennst mich doch. Lesen ist nicht meine Stärke. Hier gehen wir wieder rein. Jo, jo, jo. Wie geht's deinem Schädel? Fühl dich bloß nicht so groß, nur weil du mich umgehauen hast. Wart's nur ab. Irgendwann krieg ich dich auch noch mal dran, Freundchen. Hast du vielleicht einen Stängel für mich? Hör zu, Mann. Ich würde dir ja einen geben. Aber ich hab selber nur noch einen. Ja, 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 ja. Ja, ja. Weißt du, was traurig ist? Jetzt weiß ich nicht, welche Kiste ich schon geplündert habe, welche nicht.
Toni wird dich nicht mehr beobachten. Sehr gut. Ich dachte schon, ich werde den Kerl nie los. Danke. Hier hast du ein paar Münzen. Du solltest mal über eine Ausbildung in der Vulkanfestung nachdenken. Wir könnten einen Mann wie dich gut gebrauchen. Weiter so. Probieren. Er muss ja wieder alle Hütten durchrennen. Wiesel verlässt die Stadt. Ein Bandit weniger in der Stadt. Das war gute Arbeit. Wie steht es um die Ordnung der Stadt? Carlos wird von Wiesel erfahren. Und du hast dir eine Belohnung verdient. Ich rechne damit, dass du weiterhin für uns arbeitest. Und nochmal. Dietrich ist abgebrochen. Scheiße. Der Dietrich ist hin. Jawohl. Ha, geil. Nochmal von vorn. Abgebrochen. Geschafft. Jetzt ergeben sich ganz neue Möglichkeiten für mich. Und nochmal von vorn. Geschafft. Und nochmal von vorne. Und nochmal. Nochmal von vorne. Geschafft. Okay, was? Wo komme ich hier raus? Ach so, okay. Oh, das wusste ich gar nicht. Vielleicht wusste ich es nicht, ich hab's vergessen. Jetzt muss ich warten, bis Nacht wird, dann kann ich mir nämlich den Stab klauen. Das mit dem Runterspringen ist so komisch. Ich hab gehört, du bist ein Schlappschwanz. Was? Wer hat dir das gesagt? Ich bin vielleicht ein Arschloch, aber ich bin noch lange kein Schlappschwanz. So eine Frechheit! Hey, kennst du einen guten Witz? Ja, pass auf. Kommt ein Seemann in die Kneipe. Unter dem einen Arm trägt er einen Huhn, unter dem anderen eine dicke Wurst. Der Wirt fragt ihn... Na, den kenne ich schon. Scheiße. Frag jemand anderen. Wer von euch ist eigentlich der Älteste? Bist du völlig verblödet? Wir sind Drillinge, Mann. Wir sind alle gleich alt. Ach ja, ich Turtel. Wegen eurer Flucht aus der Stadt. Ihr drei seid vollzählig und könnt jetzt die Stadt verlassen. Alles klar. Sag uns, wohin wir gehen sollen. Im hinteren Lagerraum von Sonjas Bordell gibt es einen geheimen Tunnel. Der wird euch aus der Stadt führen. In Ordnung. Wir treffen uns dort in Sonjas Lagerraum. Dann zeigst du uns deinen Tunnel. Bis gleich. Ich weiß. Mir geht's gut. Und dir? Mir auch, ja, mir auch. Du machst das schon. Ist was? Kann sich auch leicht verlaufen da unten. Hier meinst du, oder was? Ja, komm, das ist ein Butler, die kennen sich doch nicht aus. Der Weg nach draußen durch den Tunnel ist frei. Sehr gut. Wir sehen uns die Sache mal an. Eine Sache noch.
Wenn wir erstmal draußen sind, werden wir unser Lager am Strand vor den Stadtmauern aufschlagen und uns ausruhen. Also, wenn du drei gute Schatzsucher suchst, dann weißt du ja, wo du uns findest. Ich werde es mir merken. Gut, wir machen uns mal vom Acker. Bis später. Was? Nicht mal extra EP, dass ich da reingelaufen bin. So, auf ein neues. Jetzt wird die Stadt nochmal ausgeraubt. Du hast bestimmt noch was anderes zu tun. Sag mal, wie viel ist 3758 plus 4699? Moment. 37 plus 4699 sind 700, sind 84 und 58 minus 1 sind 8457, richtig? Du hast das drauf. Geil. Zu riskant. Echt? Der dicke Typ ist gut oder was? Was ist los? Wer sitzt da? Wer bist du? Schiffsoffizier, okay. Gibt's Probleme? Nö. Das Schloss ist zu schwierig für mich. Willst du mich verarschen? Zum Glück habe ich das Ding mitgekauft. Sonst hätte ich mich jetzt geärgert, das sage ich dir. Perlenkette, magischer Schutz. Da hätte ich mich jetzt aufgeregt. Erzähl mir von dir. Was soll ich da schon erzählen? Sid ist mein Freund, ich mag ihn. Naja, ich mache für ihn sauber und koche und so. Aber er redet kaum mit mir. Ich meine, er ist ein guter Liebhaber. Erzähl weiter. Wir Stadtmädchen müssen uns von den Bauern abheben. Hast du die einfachen Kleider gesehen, die anhaben? Kein Stil und so. Was will man von Frauen erwarten, die den ganzen Tag im Dreck wühlen? Tja, du hast es nicht leicht. Schön, mal mit jemandem zu reden, der sich für die Probleme anderer interessiert. Die meisten Männer denken doch nur an Fleisch und Schwerter und solche Sachen. Aber sobald es um die wahren Probleme einer Frau geht, verschwinden sie. War schön, mit dir zu reden. Ich habe hier eine hübsche Perlenkette. Na gut. Ich gebe dir dafür den Ring. Aber glaube ja nicht, dass du mir oder Sid damit etwas anhängen kannst. Wir werden alles abstreiten. Fass bloß nichts an. Schnauze. Hier, ich habe deinen Ring. Es ist gut zu wissen, dass es noch ehrliche Menschen in der Stadt gibt. Weißt du was? Behalte den Ring. Ist das dein Ernst? Ja, was soll ich denn damit? Ich bin auch eh den ganzen Tag im Haus. Bist du sicher? Ja, natürlich. Jetzt steck ihn ein. Wie du willst. Was hältst du vom Gesetz des Inquisitors? Das ist zu unserem eigenen Schutz. Abgesehen davon hätte ich gar nicht den Mut, draußen rumzulaufen. Überall diese Monster aus den Ruinen. Verstehe. Ist die Karte fertig? Ich habe einen Weg aus der Stadt gefunden. Und die Karte ist auch schon fertig, wie ich es gesagt habe. Und ich bin bereit, sie dir zu überlassen. Wenn du sie noch willst, kannst du sie kaufen. Nein, danke. Jetzt verpetze ich den letzten Banditen in der Stadt. Ich habe den Spion gefunden. Und Sid hat ihn beauftragt, richtig? Ja, es war Doyle, einer der Taglöhner. Er hat die Hosen voll und will nicht in die Vulkanfestung. Doyle hat sich auf unsere Seite gestellt. So viel Mut hätte ich ihm gar nicht zugetraut. Ich habe ihm keine Wahl gelassen. Dann solltest du dich jetzt um Sid kümmern. Gerade nicht. Jetzt bin ich gespannt, was er sagt.
Ich habe deinen Spion gefunden. Es ist Doyle. Er hat zu viele Spuren hinterlassen. Das ist schlecht. Ich hatte bessere Arbeit von ihm erwartet. Doyle hat sich dem Orden gestellt. Was redest du denn da für einen Unsinn? Verflucht, dieser Idiot. Er wird bestimmt alles ausplaudern. Was wirst du jetzt tun? Wenn ich bleibe, werde ich einen Haufen Ärger bekommen. Es wird besser sein, wenn ich mich für eine Weile verdrücke. Bei der nächsten Gelegenheit werde ich mich aus dem Staub machen. Nicht, dass der Orden noch auf die Idee kommt, mich in die Vulkanfestung zu bringen. Okay. Passt. Sid will sich verdrücken. Lassen wir ihn ziehen. In der Vulkanfestung wird er eh nur Ärger machen. Und so ist ein Bandit weniger in der Stadt. Gute Arbeit. Hier, der Orden will sich für deine Mitarbeit bedanken. Wir brauchen Männer wie dich. Okay. Dann würde ich sagen, speichern wir mal hier. Und beenden unsere Folge. Wenn die Folge gefallen hat, lasst mir doch ein Like und ein Abo da und schaltet in der nächsten Folge wieder ein. Bis dahin, ciao.